Die serbische Polizei bestätigte, dass der Junge einen Plan im Voraus hatte und die Menschen ins Visier nahm, die er töten wollte. Dieser Student wird jedoch nicht strafrechtlich verfolgt, da er die Strafmündigkeit noch nicht erreicht hat. Am 3. Mai sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić, dass der über 13-jährige, noch nicht 14-jährige Junge, der in einem Fall, der das Land erschütterte, 8 Schüler und einen Wachmann an einer Grundschule erschoss, freigelassen wird eine psychiatrische Klinik. Vučić sagte, sowohl der Vater als auch die Mutter des Jungen seien festgenommen worden. Die Polizei hatte zuvor bestätigt, dass der Vater festgenommen worden war. Im Moment befindet sich der Junge an einem besonderen Ort. Er wird in eine spezielle psychiatrische Abteilung gebracht, sagte Präsident Vučić gegenüber Reportern. Die Schießerei ereignete sich am Morgen des 3.-5. Der Vorfall erschütterte das Land, denn die Person, die hinter dem Vorfall steckte, war nur ein Schüler der 7. Serbischen Behörden zufolge benutzte der Junge 2 Handfeuerwaffen, die seinem Vater gehörten. Zunächst bestätigte die Polizei, dass der Junge auf dem Flur auf die Wache und die Studentin geschossen habe. Dann ging er in den Geschichtsunterricht und erschoss den Lehrer und die Schüler in der Klasse. Der Lehrer und 6 Schüler wurden mit teilweise lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Veselin Milic, der Polizeichef von Belgrad, sagte, der Junge habe auch 2 Benzinbomben gehabt. Er hatte alles sorgfältig geplant. Er hatte sogar die Namen der Schüler, die er töten wollte, und ihre Klassen, sagte er auf einer Pressekonferenz über den Vorfall. Der serbische Bildungsminister Branko Ružić rief eine 3-tägige Staatstrauer aus. Die serbische Staatsanwaltschaft sagte, der Vater werde wegen der Schießerei angeklagt, nicht sein Sohn, weil der Junge strafrechtlich minderjährig sei, der in Serbien 14 Jahre alt sei. Serbien erkennt das Recht der Bürger auf Waffenbesitz an.